Ich heiße Andreas Schön und ich mache mit meinem Partner Matthias Berthold seit ca. 5 Jahren Beteiligungskunstprojekte im öffentlichen Raum und an Schulen. Das Kunstprojekt, was wir an der Schule hier am Alten Teichweg umsetzen werden, heißt 1000 Kisten. Es ist eine interkulturelle Großbaustelle, so nennen wir das, und besteht darin, dass wir 1000 Kartons in der Aula zur Verfügung stellen, aus denen die Schüler dann eine fiktive Stadt bauen. Heute haben wir hier das Speed Dating. Und das Speed Dating ist eine Auftaktveranstaltung für dieses einwöchige Projekt und dient dem, dass die Schüler sich kennenlernen untereinander, dass die Schüler uns kennenlernen und dass wir einen Eindruck gewinnen, was man mit der Gruppe an sich so machen kann. Das heißt, alle diese Schüler, das sind gut 40 Schüler, werden am Ende dieses Speed-Datings jeder mit jedem gesprochen haben. Das Thema dieses Gespräches ist Identität. Also jeder der Schüler kann Fragen stellen an den anderen, an sein Gegenüber. Jeder hat so eine Liste von Fragen dabei. Was ist dein peinlichstes Erlebnis in deinem Leben? Oder was macht dich stark? Wie stehst du zur Religion? Also auch sehr persönliche Fragen können hier behandelt werden. Wir sind gespannt, was passieren wird. Nach dem Speed-Dating werden wir mit diesen beiden 10. Klassen zusammen eine fiktive Stadt bauen. Das Gesamtprojekt heißt 1000 Kisten. Das bezieht sich auf die 1000 Pappkartons, aus denen diese Stadt entstehen wird. Diese Stadt besteht aus privaten Räumen. Das heißt, jeder Schüler stellt sich selber dar in seiner Ecke, in seinem Raum. Und wie jede Stadt auch öffentliche Räume hat, werden die Schüler daran arbeiten, öffentliche Plätze, Räume, gemeinschaftliche Räume zu erschaffen.